Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stano Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Bruce World. Beziehungsweise ein neues Spiel, denn das ist ein Bus-Simulator wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Wir drücken einfach mal auf Start und wir legen einfach direkt los. So, wir haben hier Tschernobyl. Aha. So, wir sollen anscheinend Tschernobyl anschalten. So, und dann Szenarien. So. Okay. 35 Stunden nach der Explosion im Kernkraftwerk Tschernobyl begann die Evakuierung von Pripyat. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Der Stadt, die dem Kraftwerk am nächsten liegt. Wegen der tödlichen Strahlung in der Nacht zum 27. April wurden mehr als 1200 Busse losgeschickt. Die Bewohner, die umliegenden Dörfer erinnerten sich an diesen endlosen Konvoi, der sich in Richtung Pripyat bewegte. Die Polizei hat alle Häuser in der Stadt kontrolliert. Die Menschen sind bereit für die Evakuierung. Du musst am Sammelplatz ankommen und zusammen mit dem Konvoi aus der Stadt fahren. Okay. Das ist unsere Aufgabe. Nice, nice. Ich glaube, dieses Spiel kommt mir irgendwie bekannt vor, aber ich habe es noch nie gespielt tatsächlich. Aber für euch zocke ich das, Leute. Das ist natürlich eine Demo, weil das Spiel, glaube ich, so gibt es gar nicht. Ich weiß es aber nicht ganz, ob es das gibt. Habe ich noch nicht geguckt jetzt. Ich habe nur, glaube ich, die Demo irgendwie gesehen oder sowas. Und jetzt ist das Spiel abgestürzt. Perfekt. So, es geht weiter. Zack. Внимание, уважаемые товарищи! Городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Партийными и советскими органами, воинскими частями принимаются необходимые меры. Однако, целью обеспечения полной безопасности людей и в первую очередь детей возникает необходимость провести временную эвакуацию жителей города Эфонской Киевской области. Mann. Es ist echt nicht so einfach, Chef. So, jetzt. Und tun FMB war gesagt. Ah, hier ist mein Konvoi. Oder was labern die hier die ganze Zeit? Okay. Na, Konvoi fährt noch nicht. Ah, jetzt. So. Aber wie können die denn jetzt schon wieder hier sein? Aber die blinken einfach. Ich bin ein bisschen auf dem Gras, glaube ich. Gibt es nur 10 soll wegen PF sein, okay. Hey, bleibt hier! Ah.
Ja, ich glaube, ich verkacke gleich die Mission. So, jetzt gibt's Stoff, Alter. Ah, Junge. Neuer Start. Leute, ich mach mal kurz da weiter, wo wir aufgehört haben. Ein Moment. So, Leute, da bin ich wieder. Ich habe sogar zweimal nochmal gebraucht, um wieder hier das Video anzufangen. Sorry. Aber ihr kriegt es ja eh nicht mit, weil das Video für euch hat ja... Übrigens, was mir aufgefallen ist, ich habe jetzt erstmal die Stimme ausgemacht. Und mir ist aufgefallen, dass die Leute sogar noch rennen. Seht ihr die? Zum Teil rennen die hier noch weg. Q und E ist ein Blinker. Weiß ich Bescheid. So. Oh, was passiert hier? Ich glaube, das war die Strahlung oder sowas. Läuft hier wieder Musik, dass ich die ausgeschaltet habe, wegen Copyright. Ja. Ich weiß gar nicht, wir müssen anscheinend bis, also 17.10 Uhr da sein. Wir sind hier auf jeden Fall gerade in so einem Bereich, wo Dingens gemessen wurde, also dieses komische Zeug ist. Ihr wisst, was ich meine. Jetzt wieder. Projektmanager. Ah, jetzt kann man hier so die Namen sehen, wer das Spiel gemacht hat. Oh, es wird mehr, es wird mehr. Es wird mehr! Hilfe! Programmierung. Ah, geil. Das ist geil gemacht. Dass man hier sogar die Namen sieht. Was ich mich gleich frage, ist, ob wirklich irgendwas passiert gleich. Ich glaube aber nicht. Level Design. So, eigentlich ist das Video die ganze Zeit nur fahren. Für euch. Oh, ihr seht, es wird rechts mehr. Bitte nicht, ich will noch nicht sterben. Nur noch zu jung, 3D-Modellierung. Das ist geil. Ich find's cool, dass sie die ganzen Teamler hier alle nochmal markieren, die mit bei diesem Spiel hier mitgemacht haben. Das finde ich wirklich sehr geil. Oh. Gas, gib Gummi. Gib Gummi. Oh, jetzt ist es sogar zu Ende. Ah, perfekt, man sieht gar nichts. Oder was hängt denn hier die ganze Zeit so? Ja. Was passiert jetzt? Ah, da ist Tschernobyl. Ah, das war die Demo schon, oder was? Das war ja sehr langsam. Ich glaube, das war die Demo. Oder? Ah ja, das war wirklich, das war's. Gewonnene Erfahrung 1470. Jetzt sind wir Level 2, wow. Na, Erfahrung für Geld? Was? Warum denn Minus? Ach so, weil ich irgendwo hingefahren bin. Ja, sorry, kann ich ja nichts für. Am 22. Mai 1986 erteilte das Ministerium für die Automobilindustrie den Automobilwerk
Volvo, ich meine, die wollen mein Volvo, den Auftrag im Juni 1986 fünf Spezialbusse für den Einsatz in der Nähe des Kernkraftwerks Tschernobyl zu bauen. Diese Busse sind durch Bleipalatten an den Fenstern vor Gammastrahlung geschützt und haben ein Luftfiltersystem auf dem Dach. Du musst mit einem solchen Bus, der mit einem Gerät zur Messung und Aufzeichnung von Informationen über die Strahlungswerte ausgezeichnet ist, zum Kernkraftwerk Tschernobyl fahren. Damit die Daten korrekt sind, musst du die Geschwindigkeit bei 30 bis 40 km/h halten. Okay. Das machen wir allerdings erst in der nächsten Folge, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Würde mich freuen, wenn ihr drauf joinen würdet. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Kommt auf Tag. Haut rein, Leute, euer Sonne. Ciao.